Badsommer Zwetzigen, da wo Zürich Oberlandmesse Ende August, Anfang September stattfindet. Und parallel dazu und miteinander ist nicht nur die Stadt Zwetzigen Gastgeber auf dem Gelände, sondern auch mit einem Stand mit von der Partie und selbstverständlich auch mit dem zweiten Smart City Hackathon. Das klingt nach viel Programmieren, nach Nerds, die am Computer hocken, ist aber alles andere als das. Der Smart City Hackathon greift aktuelle, zukunftsorientierte Themen auf und entwickelt so die Stadt und auch die Region Zürich-Oberland weiter. Letztes Jahr hat es einen Haufen Projekte gegeben, initiiert aus der Bevölkerung und auch aus den Unternehmen. Das geht dieses Jahr weiter, die Erfolgsgeschichte. Rund 8 so Challenges sind am Start und jetzt sind Bürgerinnen und Bürger und Interessierte aus nah und fern gefragt, da mitzumachen, mitzupartizipieren. Und es ist ganz einfach, man muss kein Nerd sein, man muss kein Programmierer sein, sondern man muss Spass haben, im Team mitzuschaffen und an Themen wie zum Beispiel Stefan. Ja, wir sind dran, Informationen an unsere Bauprojekte, wo es in Wetzigen ein Paar gibt, wenn man schaut, wie viele Kräne herumstehen, schneller auf der Webseite zu publizieren. Da geht es darum, welche Informationen und woher holen die Informationen und wie kommt der Bürger schneller zu den Sachen dazu. Dann geht es aber darum, Wetzigen attraktiver zu vermarkten. Wir schauen, ein Gemeindeporträt auf die Webseite zu bringen, wo man Daten, oder die der Kanton schon hat, dann die Daten auch bei uns zu Wetzigen auf der Webseite abrufen. Und eine andere Challenge, die man bearbeiten kann, ist beispielsweise der Wetzi-Job oder der Wetzi-Trail. Das sind alles Challenges, die man bearbeiten kann, um eigentlich Wetzigen als Smart City attraktiver zu machen. Sei das mit einer Jobbörse oder mit einem Erlebnispfad durch Wetzigen durch. Die Teilnahme ist kostenlos für die, die Interesse haben. Und natürlich nicht nur der Stadtrat schafft mit, sondern auch Mitarbeiter in der Stadt selber, auch im Sportbereich. Gorsin, sind ihr mit dabei und du kennst die Wichtigkeit von zukunftsorientierten Plattformen und dass sich eine Stadt auch sportlich und schnell weiterentwickeln kann. Das ist genau richtig, wie du gesagt hast. Digitalisierung ist auch im Sport angekommen. Umso wichtiger, dass wir auch dort neue Ideen entwickeln. Und deswegen der Aufruf an alle, kommen, machen mit, egal aus welcher Bevölkerungsschicht ihr kommt, jung, alt, wir können alle Ideen brauchen. Wenn man gerne in einem Team schafft, wenn man gerne Ideen entwickelt, sich mit der Stadt für die Zukunft probiert auseinanderzusetzen, sind wir genau am richtigen Ort und wir würden uns freuen, möglichst ein grosses Team anzutreffen. Und da freuen wir uns tatsächlich drauf. Zusätzlich kann man noch das Ambiente von der Zürich Oberlandmesse geniessen. Falls ihr möchtet mitpartizipieren und mitmachen, loggt man sich ein und meldet sich an. Wo, Stefan? Auf unserer Webseite smartcitywetzigen.ch. Da gibt es alle Infos und auch die Anmeldung. Bis bald, hier zu Wetzigen an der Zoom.